Spannend, was andere Kinder bereits zum Friedensmantel beigetragen haben. Zum Beispiel aus Indien, Nepal und aus Afrika hat Jasmin Sahin den Schülerinnen und Schülern Flicken mitgebracht. Die werden letztendlich zum Mantel des Friedens zusammengenäht. Also der Friedensmantel ist eigentlich ein Zeichen, die wir nach außen hin setzen wollen, wo die Kinder aus aller Welt zeigen, dass sie sich das wünschen, auf jeden Fall von ihrem Umfeld, von dieser Welt einfach. Ungefähr 17.000 dieser Flicken sind so bereits entstanden. Die meisten davon in Deutschland, aber eben auch im Ausland. Die Kinder, die international mitmachen, die erreichen sich durch diesen Mantel miteinander. Es webt sich. Und das ist immer sehr interessant anzusehen, was für Freundschaften da auch entstehen können. Zwischen den Schulen, zwischen den Kindern, Brieffreundschaften. Und wir sind dazu da, die dann diese Schulen im Ausland zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. In Füssen entstehen jetzt weitere Flicken. Ganz eifrig sind die Schülerinnen und Schüler hier bei der Sache. Vielfach malen sie Dinge, die sie ganz persönlich mit Frieden verbinden. Ein Sonnenuntergang und hinten dran eine Taube. Das ist das Friedenszeichen. Bei dem Bild geht es halt um Freundschaft. Und das ist ja auch sehr wichtig, weil es auch sehr viel mit Frieden zu tun hat. In der Anton-Sturm-Schule beschäftigen sich die Lehrer und Schüler bereits seit Längerem mit dem Thema Frieden. Dabei ist der Friedensmantel der gemeinnützigen Organisation Unison nur ein Projekt neben anderen. Jetzt nur Unison herzunehmen und sagen, ja, wir steigen hier ein und wir wollen Friedenserziehung vorantreiben, wäre mir persönlich zu wenig. Das ist eine Sache, die einmalig ist. Und die Frage für mich war auch, wie kann ich das Ganze nachhaltig gestalten? Deswegen haben wir uns mit Kollegen überlegt, was können wir tun, wie können wir das Ganze ausbauen. Und so ist auch das Projekt Frieden entstanden an der Schule mit den verschiedenen Themen, die jetzt zum Teil hier schon zu sehen sind. Plakatgestaltung, eine Lesung mit Martin Habauer zum Thema Krieg und Frieden und vieles mehr. Auch Gesang gehört mit zum Projekt. Mit an Bord die Sängerin Janet Schwartal. Sie ist Mentorin und Botschafterin des Friedensprojekts im Allgäu. Und sie hilft den Kindern gerne. Denn neben den Flicken für den Mantel probt der Schulchor intensiv den eigens komponierten Projektsong All the Children of the World. Findet das Projekt übrigens am 17. März. Dann werden im Festspielhaus der Friedensmantel und der Gesang der Schüler präsentiert. I can make you believe life is rich, rich within me. So fly away. Das ist quasi Höhepunkt des gesamten Projekts. Ist immer eine große Werte von meinem Partner Marc Reim und von mir, dass wir gleichzeitig internationale, hochwertige Talente zusammenbringen mit Kindern, mit Laien, mit regionales Talent, dass wir auch diese zukünftigen Künstler und Musiker auch eine Bühne geben, wo sie sowas besonders erleben können. Frieden, Toleranz und Empathie. Wenn unsere Kinder das aus diesem Projekt mitnehmen, dann ist viel gewonnen. Und gemeinsam zu singen, das verbindet. So einfach kann Frieden sein.